bombs exploding very close by. By the end of the day, when everything had calmed down, we left our hiding places where we had been for hours. The hospital was completely destroyed, the walls torn down, and nothing left inside. Donc première catégorie, les bombardements. So first, the bombings. Another thing has been talked about a lot, and this is absolutely certain, we have verified it. The anti-personnel mines, which are dispersed around the country, and which are very sophisticated. When they are spread over the fields, they are green, they are gray when they are dropped among the rocks, and they are difficult to spot. These mines are not meant to kill, because in this kind of war, a dead person doesn't cost very much. One can leave them. On the other hand, an injured person can no longer fight in the war, because he has a hand or foot blown off, and he has to be looked after. He has to be taken back, he has to get medical treatment, and that's lots more trouble for the resistance. And the third kind of wound we have to treat is even worse. When the Soviet launch an attack, they leave booby-trapped items behind in the villages when they have been. Fountain pen, toys, and here it is usually the children who get hurt. The adults have learned to be distrustful now, so the victims are children. One incident we saw was particularly monstrous. After the Soviets retreated from Mazar-e-Jat about a year ago, they had booby-trapped the bodies of dead people left in the field, and when their relatives wanted to bury them, the bodies exploded. We saw that only once, but we did see it. Die medizinischen Teams haben bei ihrer Arbeit auch mit dem gleichen unwegsamen Gelände zu kämpfen wie die Mudschahedin. Sie müssen über steile Berghänge und felsige Gegenden, auf Besonderheiten des Geländes und der Umgebung achten und jederzeit bereit sein, auf die unterschiedlichsten medizinischen Notfälle schnell und angemessen reagieren zu können. We had been walking since 5 o'clock in the morning and were about to stop for a break when suddenly we heard an explosion. We all ran and hid behind the rocks, thinking it was a helicopter raid. And then there was just silence. We finally came out from behind the rocks to see what happened. There we saw Mujahideen crawling toward us on all fours. His foot had been blown off. We later learned from the leader of the caravan that the Russians had previously dropped anti-personnel mines by parachute. Well, we cut off his foot right there. If we had not amputated, gangrene might have spread and would certainly have meant death for him. So we cut off his foot right there with the limited means available. It was certainly very painful for him, but he never moaned. It was a very moving experience for all of us. Resistance to the Soviet invasion has marshaled the energy. Der Widerstand gegen die sowjetischen Invasoren hat für die Bewohner dieses Landes mittlerweile eine Hauptrolle in ihrem Leben eingenommen. Es ist der Glaube, verbunden mit einer Gemeinschaft, welche diese Leute überhaupt erst veranlasst hat, gegen die mächtige Rote Armee vorzugehen, auch entgegen allen Warnungen, grausamen Befehlen und Propaganda. As far as I could ascertain, the Afghans are definitely convinced that as long as there is just one Russian invader on the Afghan soil, and as long as there is just one free Afghan, there will be no peace in Afghanistan. The price we have to pay for the freedom of one's land is to fight and die on the field. It is clear to everybody all over the world that the Afghan people, like others, love their freedom. They live free and they die free. Until now, they have preserved the freedom of Afghanistan with the price of their own blood, just as their fathers did and their sons will do. And I am sure that the Afghan people will regain their freedom and will be a free nation once again. It is an Afghan tradition to fight against any kind of invaders. Right now, they are the Soviets. The reaction against them shows that the Soviets are not bringing them progress. The Soviet argument is, we are coming to free these people from feudalism. But what does this mean? Can one come to free a people with sophisticated combat helicopters, with tanks, with cannons?
by bombing villages, killing children, killing old people, killing the innocent. I mean, what kind of liberation are the Soviets bringing to Afghanistan? Well, the Russians invade Afghanistan. I believe it affects all of us now and in the future. We cannot close our eyes to a people who are losing their own country. It is so unfair. I feel personally concerned about Afghanistan now that I've lived there, and I think that we all share a certain responsibility when we come back from there, particularly since these people count on us enormously, and especially because they feel so isolated. I believe we should feel responsible for them. Das Trauma eines Krieges ist vor allem bei den Kindern zu spüren, welche oftmals die Leidtragenden sind. Wie hier in diesen Zeichnungen eines 14-jährigen afghanischen Flüchtlings, der seine Gefühle und Eindrücke während dieser Zeit zu verarbeiten versucht. Im April 1992 gelang es den Mudschahedin-Verbänden in Kabul einzumarschieren und die kommunistische Regierung zu stürzen. Der Bürgerkrieg wurde für beendet erklärt. Eine Übergangsregierung aus Fundamentalisten, Gemäßigten und Traditionalisten führte die islamische Rechtsprechung ein. Nachdem nun der gemeinsame Feind überwunden war, brach die in sich uneinheitliche Mudschahedin-Bewegung in kleinere Gruppierungen auseinander, die sich jetzt gegenseitig bekämpften. 1994 griffen die radikal-muslimischen Taliban-Milizen in die Auseinandersetzungen ein. Sie kontrollierten 1996 zwei Drittel Afghanistans sowie Kabul und begannen, einen streng islamischen Staat in den von ihnen kontrollierten Regionen zu errichten. Im Oktober 1997 riefen die Taliban das Islamische Emirat Afghanistan aus. Als 1999 der in Afghanistan lebende Multimillionär Osama bin Laden in einem Interview die Beteiligung an einem Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Nairobi zugab, bei der 253 Menschen getötet und über 5000 verletzt wurden, verhängten die USA Sanktionen gegen das Land. Wenige Monate später folgten die Sanktionen der UN. Angebote über Verhandlungen, die von der afghanischen Exilregierung gemacht wurden, lehnte die Taliban-Regierung strikt ab. Anfang 2001 ließ die Taliban-Regierung monumentale Buddha-Statuen in Bamiyan sprengen, um das islamische Postulat der Bildlosigkeit der Gottesdarstellung zu bestärken. Nach einer Reihe von Attentaten auf die USA am 11. September 2001, bei denen beispielsweise durch den Anschlag auf das World Trade Center in New York über 3000 Menschen sterben mussten, forderte die US-Regierung die Taliban erneut auf, den als Drahtzieher verdächtigten Osama bin Laden auszuliefern. Die Taliban-Regierung erklärte jedoch, bin Laden sei für sie außer Reichweite. Daraufhin griffen die USA und ihre NATO-Verbündeten Afghanistan im Oktober 2001 an. Nach der Vertreibung der Taliban-Regierung aus Kabul und Kandahar wurde im Dezember 2001 eine Übergangsregierung vereidigt, außerdem wurde eine internationale Friedenstruppe stationiert. Im Juni 2002 wurde Übergangspremier Hamid Karzai zum Interimspräsidenten ernannt. Seine Regierung leitete demokratische Wahlen in die Wege. In der folgenden Dokumentation aus dem Jahre 2003 werden die Aktivitäten der ISAF vor Ort in Afghanistan beschrieben. Die US-Regierung finanziert hier ein Projekt, um das Flusswasser effektiver nutzen zu können, eine Überschwemmung zu verhindern und Kanäle anzulegen, die etwa 20.000 Familien mit dem Wasser versorgen. Dieses Projekt ist ein Teil einer Unterstützung in Höhe von $820 Millionen, die Amerika für den Wiederaufbau Afghanistans zur Verfügung gestellt hat, nachdem das Land jahrelangem Leiden und Kriegen ausgesetzt war.
Den steinigen Boden für das Anlegen der Kanäle vorzubereiten, ist eine harte Arbeit, bietet jedoch auch die Gelegenheit einer Beschäftigung für die Menschen vor Ort. Kabul, die Hauptstadt Afghanistans, hat bereits ihr Winterkleid abgelegt und bereitet sich auf einen neuen, geschäftigen Tag vor. Die dicht bevölkerten Straßen geben ein Bild der Zuversicht, des Optimismus und der Hoffnung der afghanischen Bevölkerung. Die touristischen Läden in einer der Hauptstraßen sind gefüllt mit Andenken und traditioneller afghanischer Handwerkskunst, speziell für Besucher aus anderen Ländern. Das Geschäftsleben beginnt langsam wieder zu erblühen. Generatoren sorgen zumeist noch für den benötigten Strom, da es seitens der Stadt oftmals noch keine elektrischen Installationen gibt. Ein Shop versucht, den anderen zu überbieten in einer unüberschaubaren Anzahl von Schmuckstücken, Teppichen und antiken Gegenständen. Neben den Artikeln aus einer längst vergangenen Epoche